Hier jetzt mal ganz kurz eine Übersicht über die häufig gemachten Fehler, wie ich sie in Klausuren oder auch im Unterricht bei Ihnen ab und zu finde. Ich hoffe, Sie gehören nicht zu denjenigen, die so etwas machen. Und wenn man sowas mal gesehen hat, dann ist es auch leichter, so etwas zu vermeiden. Ich werde jetzt immer ganz kurz erklären, was der Fehler ist, gegebenenfalls das Ganze richtig machen, aber die Verbesserungen auch gleich wieder löschen, damit das Dokument so erhalten bleibt, wie es jetzt ist, damit Sie im Zweifel sich das immer noch mal anschauen können. So, gehen wir der Reihe nach die einzelnen Punkte durch. 3 plus 4x wird ganz schnell zu 7x. Das funktioniert aber nicht. Hier die multiplikative Verknüpfung nach den Rechenregeln geht vor. Punkt vor Strichrechnung. Wenn das so aussehen sollte, dann müsste es eine Klammer geben, und zwar um die 3 plus 4. So wäre das Ergebnis richtig. Beim nächsten Fall 42 minus 2 plus 3 passiert es auch ganz schnell, dass man erstmal 2 plus 3 rechnet und dann das Ganze abzieht. Also da steht damit einmal 42 minus 5. Das steht da aber nicht. Sollen erst die 2 abgezogen werden und dann die 3 hinterher gerechnet werden. Also bitte immer die Reihenfolge beachten. Dieses, was da steht, ergibt sich nur, wenn auch hier wieder eine Klammer drumherum wäre. Ist es aber nicht. Gerne gemacht wird auch gekürzt in Summen. Sie sehen hier eine 3 und da eine 3. Die wird flott gekürzt. Dann wird das x gegen das Quadrat gekürzt. Die 4 gegen die 4, das y gegen das Quadrat. Und steht damit einmal ganz plötzlich 1 durch x plus y. Ja, also das geht ja nun gar nicht. Und das kann man auch in keiner Weise irgendwie retten. Hier kann man nicht kürzen. Also alle diese Versuche sind falsch. Bitte nicht aus Differenzen oder Summen kürzen. Immer erst ausklammern und dann loslegen. Und Sie sehen, Sie können hier nichts ausklammern. Insofern ist das absolut falsch. Dann haben wir hier r mal x minus 1 durch 2. Dann wird der Bruch auseinandergenommen, indem man x halbe minus 1 halb nimmt und das Ganze noch mit r multipliziert. Allerdings vergisst, dass das 1 halb auch mit r zu multiplizieren ist. Also passiert auch hier wieder ein Fehler. Richtig wäre es, wenn hier eine Klammer drumherum wäre. Aber haben wir leider nicht gemacht. Ein Logarithmus ln a durch ln b ist mitnichten a durch b. Es gibt nur die Regel ln von a mal b ist ln a plus ln b bzw. ln a durch b ist ln a minus ln b. Und dann sehen Sie, das haben wir hier beides nicht. Sondern wenn es so dasteht, dann niemals das, den Logarithmus kürzen. Dann haben wir ln a Quadrat. Sie kennen die Regel ln x hoch n ist n mal ln x. Das funktioniert aber nur, wenn das der Exponent an dem Term direkt dran ist. Und nicht wie hier das Komplette. Also auch hier ein ganz grober Fehler passiert. In der nächsten Gleichung hat man wieder die Klammerregel nicht beachtet. A plus b hoch 3 wird ganz schnell zu a hoch 3 plus b hoch 3. Das ist aber mitnichten richtig. Denn a plus b hoch 3 ist a plus b mal a plus b mal a plus b. Und schon allein a plus b mal a plus b ist ja a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und das Ganze nochmal a plus b ist mit Sicherheit nicht dieses. Also auch hier ein ganz grober Verstoß gegen die Rechenregeln. Das mit den Exponenten dürfen Sie nur machen, wenn hier ein Malzeichen steht. Also würde hier mal stehen und da mal stehen, dann wäre es richtig. Aber so ist es nicht der Fall. Dann haben wir im nächsten Schritt, in der nächsten Aufgabe, eine Logarithmusfunktion auf eine Exponentialfunktion angewendet. Allerdings haben wir hier zwischen den Minus.
Und auch hier dürfen wir leider das nicht einzeln anwenden. Man kann so etwas leider nicht machen. Sie haben die Regel eben noch hier stehen gehabt, wo man Logarithmen teilen kann. Und das geht nur beim Mal und das geht nicht bei Minus. Das heißt hier, das ist auch wieder falsch. Was Sie nicht machen dürfen, immer gern gemacht wird, ist durch 0 teilen. A durch 0 ist 0, das ist Unfug, es darf nicht durch 0 geteilt werden. Durch 0 geteilt ist grundsätzlich etwas, was nicht definiert ist, nicht erlaubt ist. Und solche Sachen wie 0 durch 0, Sie kennen das, man kann da im Internet bestimmte Sprachgeneratoren fragen. Wenn Sie lange genug warten, kommt raus, dass Sie keine Freunde haben. Also 0 durch 0 bitte auch nicht. Dann zu Gleichungen nochmal. Wir haben hier zum Beispiel 1,35 ist gleich 1 plus p halbe. Da wird dann draus, okay, ich will die 2 hier weg haben, die p halben. Dann nehme ich mal alles mal 2 und dann komme ich hier auf 2,75 ist gleich 1 plus p. Ja, was ist passiert? Man hat vergessen, die 2 hier auch noch mit zu benutzen. Das heißt, auch hier hätte man eine 2 stehen haben müssen. Dann wäre es richtig. Aber das wird leider ganz, ganz oft vergessen. Ein sehr schöner Beweis, den ich gefunden habe, in einem Buch von Tietze, Jürgen Tietze, Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Übrigens ein Buch sehr zu empfehlen, wenn man ein bisschen was für Mathematik übrig hat. Es geht weit über den Stoff hinaus, weshalb es nicht auf der Empfehlungsliste steht, aber ein sehr, sehr gutes Buch mit vielen Beispielen, vielen Übungen. Man kann sich das ja gerne mal anschauen. Da gibt es einen Beweis, der sagt, alle Zahlen sind gleich. Fangen wir mal an. Es gilt 36 minus 66 ist 25 minus 55. Das stimmt, das sind beides mal minus 30. 36 ist 6 Quadrat. 66 ist 6 mal 11. 25 ist 5 Quadrat und 55 ist 5 mal 11. Wenn ich das jetzt quadratisch ergänze um 11 halbe zum Quadrat, dann habe ich hier 6 Quadrat minus 6 mal 11 plus 6 halbe zum Quadrat, 5 Quadrat minus 5 mal 11 plus 5 halbe zum Quadrat. Das ist eine binomische Formel auf beiden Seiten. Ich kann also beide Male schreiben, einmal 6 minus 11 in Klammern zum Quadrat, beziehungsweise 5 minus 11 halbe in Klammern zum Quadrat. Jetzt kann ich eine Wurzel ziehen. 11 halbe sind 5,5. Das ist eine ganz normale Zahl. Minus 11 halbe habe ich auf beiden Seiten, wenn ich keine Lust habe auszurechnen, addiere ich die einfach mal dazu. Dann steht da 6 ist gleich 5. Und dann ziehe ich die 5 von der 6 ab, dann habe ich 1 ist gleich 0. Und jetzt kann ich jede Zahl mit diese Gleichung mit jeder Zahl multiplizieren und bekomme immer heraus, dass jede Zahl gleich 0 ist. Also sind alle Zahlen gleich, weil sie ja alle gleich 0 sind. Wo ist der Fehler? Der Fehler ist an dieser Stelle. Und zwar ist das hier eine negative Zahl. Negative Zahlen dürfen nicht unter Wurzeln stehen. Hier unten drunter negative Zahl zum Quadrat, Wurzel gezogen, dann ist sie negativ. Das macht es falsch. Hier ist es positiv. Das ist 0,5, das ist minus 0,5. Beide Zahlen ins Quadrat sind gleich. Wurzel gezogen sind sie das nicht mehr. Denn 6 minus 11 halbe ist mitnichten 5 minus 11 halbe. Also diese Äquivalenzbeziehung, die stimmt nicht. Und genau da, an der Stelle, geht Ihnen der Beweis kaputt. Ohne, dass man das wirklich direkt gesehen hätte am Anfang. Ein letztes Beispiel, wie ich finde, ebenfalls ein sehr schönes Beispiel, ist die Behauptung 1 ist gleich 2, kriegen wir hier unten heraus. Und zwar kann man das zeigen, indem man sagt, a² minus a², das ist zum einen a ausgeklammert, a mal a minus a und a² minus a², das ist die dritte binomische Formel, ist a plus a mal a minus a. Wenn das beides gleich ist, dann ist auch das beides gleich. Ich kann es also so hinschreiben. Dann teile ich durch a minus a. Dann steht da a ist gleich a plus a. A plus a ist 2a.
Dann kann ich durch a teilen, hier die gleiche, und dann habe ich da stehen, 1 ist gleich 2. Verdammt. So ein Ärger. Wo ist der Fehler? Ganz einfach. Der Fehler ist hier. Sie dividieren nämlich durch 0. A minus a ist 0 und durch 0 darf nicht dividiert werden. Da wird alles falsch. Sie sehen, wenn man es nur Ihnen mit genügender Überzeugung präsentiert, wird ziemlich viel richtig. Also hinterfragen Sie immer jeden Schritt, ob das, was Sie tun, auch erlaubt ist. Immer überlegen, sind die Voraussetzungen erfüllt, sind die Bedingungen erfüllt? Darf ich das machen, was ich da gerade tue?